Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei LS19, Karte eben in Thüringen. Wir werden jetzt Feldnummer 37 flügen. Dazu haben wir eine kurze Berechnung. Dazu haben wir 4, 5, 10 Vorgewende, 10% Verlappung. Beginnen auf Feldreihen. Wenn wir das Feld anklicken, ne? Man weiß ja nicht wo. Brauche ein bisschen für. Und Abfahrt einstellen. Speichern. Feld 37. Flügen. Die Konzentration lässt nach. 10,5 Meter. Speichern wir gleich. Gut, hier sind drei Fahrzeuge. Einen haben wir noch. Na, vielleicht da. Zweiten neuen Traktor. Dank der vielen Silage, die wir verkauft haben bei der BGH, ne? Aber anders war es nicht möglich, sonst hätten wir mit einer neuen Karte noch über eine Woche warten müssen. Das mal gereicht hätte. Und das wollte ich persönlich auch nicht. Weil so kann ich ja morgen beim Bearbeiten aufschreiben, jo, Version 3.0, auch in der Tags. Steht im Forum drin, ich sollte auch nicht den Link teilen, beziehungsweise den Link kann man schon teilen, aber der geht Richtung Forum. Und im Grunde Unterstützer des Forums, netter Supporter, die also eigentlich im Forum alle mehr oder weniger die Karte zum Download zur Verfügung gestellt. Klar, logischerweise, man soll die nicht dann anderweitig hochladen, ist ja richtig. Ne? Und wer die Karte dann haben möchte, muss sich halt im Forum anmelden. Und das melden sich immer wieder neu an, das sehe ich ja ab und zu mal pro Woche zwei, drei Stück. Ich weiß aber auch, dass er sagt, das Forum kostet Geld und freiwillige Spenden ist dann immer leicht gebeten. Wenn 200 Mann jeder 2-3 Euro gibt, dann ist es ausreichend fürs ganze Jahr. Ne? Das ist ein Klacks. Ne? Denn allein kann er die Karte oder das Forum auch nicht tragen, das ist ja auch ungerecht. Ne? Sollte sich jeder mal ein bisschen daran beteiligen, dann geht auch alles. So, wir fahren mal, gucken mal auf Feld Nummer 12 noch nicht. Wir werden mal Richtung die anderen Felder hier, 48, 49, 47, da werden wir mal anfangen. Gucken, dass wir dann sobald wie möglich Mischfutter vom globalen Markt bei uns im Hof raufkriegen, ne? Oder die Kurve nicht gekriegt, da war ein bisschen weggerutscht. Gewicht ist dran, na ja gut. Beim Flügen soll man schon Gewicht haben, ne? Jetzt geht's Richtung, ja, wie gesagt, den anderen Feldern da oben. Dass so nach und nach die Felder geflügt werden, dann schon mal ganz, dann können wir auch näher vorbereiten, die nächsten Geräte für die Aussaat. Wahrscheinlich werden die zwei Standardflüge Aussaatmaschinen verkaufen, damit wir auch die allen Fruchtsorten hinkriegen. Ne?
Wir müssen das Saatgut schon vom globalen Markt holen, ne? Das nächste wird machen müssen. Unser Lager einbringen. Also wir haben ein extra Lager hier, das können wir auch nutzen. Da wollte ich die Silage entfernen mit dem Besen, mit dem Kehrwesen, Kärcher. Das hat sich nur erledigt, ne? Ja, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ein Silo macht es umständlich, ne? Aber es wird wieder auch interessant, ne? Hatte ich auch gute Klickzahlen gehabt für diese Folge oder allgemein. Das ist wie gesagt eine Herausforderung, das zu machen, ne? Fahren wir Richtung Feldenrohr. Oberhalb des, das 60, ne? Kommt glaube ich 49. Aber 4 Flüge müssten eigentlich reichen normalerweise. Normalerweise schon. Und die Streifen sind weg? Nee. Gefällt mir gar nicht, du. Wieso macht er so einen Scheiß? Das weiß ich nicht. Wieso hat er jetzt Ersatz drin? Blau ja auch. So. Egal. Machen wir auf Null. Hoffen wir, dass es klappt. Ja, Feldenrohr 49. Machen wir 10 Vorgewände. So, lass mal 7%, mal wird besser vielleicht, mal sehen. So, beginnen am 1 Stern. Schon wieder. Wahrscheinlich hier, weil der Flug so blöd ist, ne? Kann sein. Dann beginnt er doch vorne. Ja gut, das ist egal, das ist die Frage, hier im LS ist ja nicht so ganz so wichtig. In Anführungszeichen, nicht so ganz so dramatisch. Das geht. 12 km/h, das ist eine gute Geschwindigkeit. Wir fahren die sowieso nicht. So, das geht das. Aber der Arbeit, ja, kann man sagen, ordentlich. So, gucken mal. Gasmähen tun wir nicht. Ja, wo stellen wir die alle hin, ne? So, nochmal gucken bei den Kühe. Was machen die Kühe? Das Lager ist da, ja gut, da wollen wir da hinfahren, ne? Was geht hier rein? Keine Ahnung. Na, 80 Kilo. Ne, wir schieben nichts. Was hast du drin, ne? Jo, dann gucken wir das Season-Menü rein, mal gucken. Futter ist genug drin, 12.000 brauchen wir bloß. Und der andere hat 2,9. Wird aber schmutzig. Der nicht. Na, dann müssen wir irgendwann umsteuern, ne?
So, zwei, drei, vier Traktoren. Wir haben ja hier die anderen Traktoren noch. Die können wir nehmen. Die können ja zum Pflügen genutzt werden, also zum Grubbern, also zum für die Aussaat. Ist dann Maschine im Wald drinne, ja. Pinose auch drinne. Sehr frei, beide bedeckt. Na, der hat ein Gewicht, den nehmen wir gleich. Wir werden mal schauen. Silage. Ob der Anhänger da reinpasst. Das Lager hier. Ob der da durchfahren kann. Wenn er durchpasst, dann können wir da entsprechend einen Kurs programmieren. Das Auto umgefallen. Dass er hier durchfährt und hier ablädt und hier auch beladen können. Ne? Müsste eigentlich von der Höhe passen. Ja, das passt. Knapp, aber es passt. Hier können wir unser Futter abkippen. Dann müssen wir hier einen Kurs einfahren. Dann müssen wir überlegen, wie wir am besten fahren. Das ist nicht bescheiden. Den mal wegfahren. Beiseite fahren, ne? Egal, ich habe jetzt nichts rein. Dadurch auch letzte Mal alles schön reingefahren. Und dann vergessen zum Schluss auf 0 Uhr vorzuspulen, um das Geld damit zu nehmen, ne? Ja. Dumm gelaufen sein und so. Ich kipp mal nichts ab. Das werden wir noch brauchen. Wahrscheinlich. So, muss überlegen, wie ich am besten fahre. Also das geht ja darum, ich komme vom Feldweg oder vom Plattenweg. Die Traktoren haben ja einen relativ kleinen Wenderadius, ne? Ah, da müsste funktionieren normalerweise. Ich fahre mal jetzt zur Hauptstraße und werde einen Kurs hier reinbringen. Da ist ja schon ein zweiter Kurs gemacht worden. Also hierher. Im Grunde ist das. Geht das normalerweise irgendwie. Mal sehen. Und hier machen wir einen blauen Kurs. Da muss ich irgendwie probieren. Ob das klappt, weiß ich nicht genau, aber überhaupt mal schauen. Das machen wir heute noch fertig. Und dann gehe ich auch zum Bett. Habe ich morgen Vormittag genug zu tun. Bearbeiten, hochladen. Das Gute ist, da ich am heutigen Tag keine Leistung gemacht habe, dadurch habe ich jetzt die Zeit, die ganzen Aufnahmen zu machen. Ich muss dazu sagen, Livestream war ein bisschen wenig los, kann man sagen. Ich meine, dafür kann keiner was. Letztendlich ist das so, dass zu den Hauptzeiten sehr viele große YouTuber halt unterwegs sind und ich da als Kleiner im Prinzip keine Chance habe, da gegenzuhalten. Ne? Kann ich jeden verstehen, dass er dann da und da hingeht. Kein Problem. Ist halt so, ne? Und da muss man sich ja nicht deswegen da zur gleichen Zeit Konkurrenz machen, ne? Deswegen ist da mache ich jetzt Freitags Livestream zu besonderen Anlässen, zu runden Anlässen. Also wenn theoretisch jetzt eine tausendste Folge wäre, zufälligerweise, dann würde ich auch einen Livestream machen zur tausendsten Folge. Aber wie gesagt, ist die Ausnahme und sollte so bleiben. Vielleicht auch Samstag, aber das ist im Grunde egal, welchen Tag wir da nehmen, weil da haben wir alle, da haben sie alle keine Zeit. Ja gut, da muss ich mal sehen, das ist ungünstig. Ich muss ja den in die andere Richtung auch noch fahren. Also von diesem blauen Kurs weg. Ich fahre jetzt mal hoch zum Mischfutterweg. Zum Lager.
Kann sein, dass es blöd läuft und scheiße ist. Entschuldigung fürs Wort, für die Wortwahl. Hier Abzweiger machen zum Hauptlager und hier machen Abzweiger auch zum Fabrik, zum Lager. Also nicht, dass auf Strecke mehr ist. So, dann geht es hier so rum. Dann geht es in eine schöne großen Kurve hier rein. Das ist alles mehr oder weniger als Versuch, ne? Also es kann sein, dass es nicht klappt. Also es kann sogar sehr wahrscheinlich. Ich weiß es noch nicht genau. Weil ich ja im Prinzip hier ist ein bisschen eng. Obwohl, wenn ich hier ein bisschen so fahre, hier rumkomme. Ich will ja auch später auch so BGH noch an, das ist das nächste Problem, ne? So, dann geht's zurück und zurück zur blauen Linie. Kann sein, dass es blöd läuft. Also wirklich bescheiden, ne? Kann sein, muss nicht. So. Bin mir nicht ganz sicher, ob das klappt. Ja. Natürlich soll ich kein Kurs weitergeführt werden, ne? Weil doppelt ist nicht gut. Das muss er alles berechnen. Beziehungsweise er kommt immer in Probleme, wenn er hier lang fährt. Müsste auch wieder stören normalerweise. Jetzt dürfte es reichen. Ja, ich vergesse mal die Aufnahme zu beenden. So, und hier vorne muss ich noch mal gucken, dass ich von dem blauen Richtung grün zur Hauptstraße komme. Mal sehen, ob das klappt. Das werden wir dann nächste Woche sehen. Die Spannung muss erlaubt sein. So, hier ist ja grün, ne? Hier ist ja klar, logisch. Und hier machen wir wieder einen grünen Punkt. Jetzt können wir ihn ein bisschen verschieben. Das ist kein Problem. Zum Kühler muss er eigentlich auch noch ran. Naja. Und dann müssen wir in die Richtung nach links. Muss man dann denken, dass wir vielleicht mal zwei, drei Fahrzeuge hier fahren. Da wäre es ganz gut, wenn es so, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagen wir tschüss, ciao, ciao. Ja, nächste Woche geht es weiter hier in Thüringen. Ja, und auch auf dem Marsch. Und bei Kettler Kops geht es auch weiter. Da habe ich auch, na gut, dann, wenn die Folge kommt, ist Sonntag. Ich wünsche euch einen schönen Rest Sonntag. Ich sage mal tschüss, ciao, ciao. Bis dann und tschüss.